Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Heute mal was ganz anderes als sonst. Keine Aktienanalysen, keine Depot-Updates, keine sonstige Börsenklugscheißerei von mir. Heute ist Portfolio Performance Deep Dive angesagt. Ich hatte euch ja versprochen gehabt, mich mal um Depotverwaltung zu kümmern, habe mich lange selbst drum gedrückt, weil ich keine Lust hatte, mich da einzuarbeiten. Denk aber, ich habe eine ganz elegante Lösung gefunden, nicht Notlösung, sondern was deutlich Besseres. Andreas Buchen habe ich nämlich hier zu Gast und Andreas Buchen, hallo, ist Hallo. der Chefentwickler von Portfolio Performance. Ihr seht es schon hier im Hintergrund. Und Portfolio Performance ist ja eine große Nummer. Ich denke, jeder, der ein bisschen was mit Aktien zu tun hat, der ist schon mal drüber gestolpert. Jetzt zunächst aber mal hallo Andreas und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier uns mal zu zeigen, wie Portfolio Performance funktioniert und was es alles kann. Ja, hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich möchte dazu sagen, wir haben kein Skript dazu geschrieben. Alles, was wir jetzt machen, ist ganz authentisch, live und unplugged und uncut. Also uncut kann ich nicht versprechen, aber wir werden so wenig wie möglich schneiden. Ja? Ja, das ist quasi aus dem Wohnzimmer heraus ein Blick auf Portfolio Performance. Ja. Genau. Und hier wird es auch entwickelt. Ah, perfekt. Also, und da, wo ich sitze, da wird der Aktienfinder entwickelt. Ach so, ich muss vielleicht auch noch kurz sagen, mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Bei mir geht es um die Aktiensuche. Ihr kennt meinen Slogan, in Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das ist mein Slogan, Andreas. Und der Andreas, der kommt quasi danach ins Spiel, wenn ihr die Aktien für euch gefunden habt, dann möchtet ihr ja die irgendwie managen, verwalten. Das heißt, ihr braucht eine Depotverwaltung, um beispielsweise eure Performance zu tracken und zu gucken, wie viel Dividenden ihr bekommt. Andreas, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, dann schreite ein, maßregle mich. Naja. Ja, aber ehrlich gesagt, das war für mich auch einer der Punkte, warum ich vor fast 10 Jahren erstmal intern angefangen habe, was zu entwickeln. Natürlich macht mir Programmieren Spaß. Das ist auch Hobby. Ich nenne das auch immer. Da kann ich einfach abschalten, da ist man im Flow drin. Aber mich hat auch interessiert, was ist denn so eine tatsächliche Performance von einem Depot? Vor allen Dingen, wenn man das so verteilt hat, man hat ein Aktiendepot hier und Tagesgeldkonten da und da liegt noch ein bisschen Cash rum. Und das war der Anfangspunkt, als ich so Asset Allocation mir ausgesucht habe und vor allen Dingen dann Rebalancing machen zu können. Okay. Jetzt hast du ja schon ganz für mich neue und entscheidende Informationen geliefert. Das heißt, es ist ja scheinbar mehr als eine Depotverwaltung, weil du kannst auch Cash- und Tagesgeldkonten beispielsweise mit Portfolio Performance verwalten. Genau, also ich habe hier eine Beispieldatei jetzt einfach mal geöffnet. Und der Anfang ist ja immer, wenn ich eine echte Performance sehen will, brauche ich alle Buchungen. Und deswegen kann man Konten anlegen und Konten kann halt ein Tagesgeldkonto auch sein und man kann Depots anlegen, wo man Wertpapiere hinterlegt. Und um so eine Performance zu berechnen, braucht man halt natürlich nicht nur die Käufe und Verkäufe, sondern auch Dividendenbuchungen, vielleicht Steuern, die man gezahlt hat, Gebühren, die man gezahlt hat und wenn man auf dem Tagesgeldkonto ganz viel liegen hat, natürlich da eine Einlage oder Entnahme. Und das hat mich eigentlich immer interessiert, weil wenn ich zu meiner Bank gehe, dann sehe ich teilweise nur einen Ausblick, also einen Ausschnitt. Entweder habe ich nicht alles da und vor allen Dingen sehe ich häufig auch nur noch das, was ich jetzt gerade noch im Depot drin habe und nicht mehr das, was ich verkauft habe. Ja. Okay. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Darf ich mal fragen, ob du im Bereich der Finanzinformatik oder so tätig bist? Also tätig bist bin. Oder hast du dir das selbst Nee, also erstens ist Interesse, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist ja schon ein bisschen Kombination Wirtschaft und Informatik. Und Aktien hat mich eigentlich immer interessiert. Ich weiß, in der Schule, da war ich vielleicht 15 oder 16, da haben wir mal mit der Schule die Börse Düsseldorf besucht. Okay. Und ich weiß, da bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Vater gesagt, ich will eine Aktie kaufen. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, Aktien, nimm mal diesen Rentenfonds. Und ich weiß noch, da bin ich zur Bank und schön solide. Kriegte man ja noch so ein Papier und dann so Coupons zum Schneiden.
Genau. Und also interessiert hat es mich immer und dann natürlich neuer Markt hin und her und alle Wunden, die man sich da geholt hatte. Und Ja. irgendwann musste ich halt das Depot auch mal aufräumen. Okay. Also ich hoffe, die Zuschauer verzeihen es mir, aber ich finde es super interessant, so ein bisschen auch was Persönliches. Und weil ich ja auch Entwickler bin, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil die Sachen ich jetzt im Großen und Ganzen schon programmiert habe. Aber du bist jetzt noch mehr im Entwicklermodus drinnen, weil du machst es ja nur, in Anführungszeichen, nur nebenberuflich, Portfolio Performance. Genau, also ich habe früher auch auf der Arbeit programmiert, damit habe ich natürlich auch die Programmiersprache und vielleicht auch das UI-Framework kannte ich und das war auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Aber Portfolio Performance, das mache ich nur zu Hause, das ist Hobby. Gerne auch Samstagmorgen oder Sonntagmorgen. Ich mag das. Ich bin eher ein Frühaufsteher und ich mag es, wenn die Stadt noch schläft und dann sitzt man und dann kann man so hier und da Features entwickeln und dann vergeht die Zeit echt rasend schnell, muss ich sagen. Also ein liebgewonnenes Hobby über viele Jahre jetzt schon. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich muss man auch sagen, es ist Wahnsinn, was für Ideen im Forum immer entstehen und wie viel Aufwand Benutzer machen, zu sagen, kann man nicht jenes oder dieses oder das programmieren. Und es macht dann auch Spaß und es macht natürlich Spaß auch zu sehen, wie das wächst. Also es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wie viel es tatsächlich verwenden. Das ist ja ein Desktop-Programm. Aber wenn ich eine neue Version ins Internet stelle und dann gibt es ja die Möglichkeit der Online-Aktualisierung und dann sehe ich natürlich, wie viel laden sich diese neue Version Online-Aktualisierung runter. Und ich sage mal so, in den ersten 7 Tagen, nachdem ich die Version hinstelle, sind das vielleicht 12.000, 13.000 Leute. Also das ist dann Ist schon, doch das macht richtig Spaß zu sehen. schon wirklich ordentlich. Fühlst du da auch so eine gewisse Verantwortung? Weil das ist ja, es geht ja um Finanzen und die Leute, die verlassen sich wahrscheinlich drauf. Naja, also ich meine, natürlich gucke ich, dass man sorgfältig hat, möglichst nicht viele Bugs und so weiter, aber ich habe auch festgestellt, dass es man kriegt so schnell Rückmeldung, wenn was nicht tut. Und dann ist fast schneller oder fast wichtiger, dass man dann schnell reagiert und eine neue Version hinstellt. Ich muss zugeben, manchmal hat man so Phasen, dann kommen so viele Anfragen rein, da kann man nicht mehr alles beantworten, was man. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es tatsächlich Hobby bleibt und dass man da nicht den Stress hat, jetzt ganz viele E-Mails zu beantworten. Aber auch da ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass im Forum die Leute anfangen, sich gegenseitig zu helfen. Ja, Das klasse. entlastet mich total, weil ich dann weiß, heute Abend brauche ich nicht reingucken, die helfen sich schon. Also Andreas, an der Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ich denke auch im Namen von der Community jetzt schon mal vorab für die ganze Leistung, die du einbringst. Und wie gesagt, alles unentgeltlich, was du hier machst. Also ist dein Hobby für die gesamte Finanzcommunity. Aber jetzt mal weiter mit Portfolio Performance, weil darum geht es ja eigentlich, dass die Leute wissen, ob sie die Zeit investieren sollen in Portfolio Performance, weil es immer ein bisschen Einarbeitung ist. Du hast ja jetzt schon angefangen, was zu zeigen. Wir sind jetzt hier bei einem Depot. Möchtest du einfach weitermachen? Genau, also die erste Sache ist, Portfolio Performance muss wissen, was hat man denn gekauft und was waren Dividendenbuchungen oder Gebühren oder Steuern und die sind jetzt hier einfach aufgelistet. Das ist aber ja quasi nur die Basis für die Auswertung. Und wenn man diese Informationen hat, dann kann man natürlich sich angucken, was ist jetzt der aktuelle Stand, wie groß ist die Position, wie viel wert ist die Position, wie verteilt sich das in einem Kuchendiagramm? Okay, schön. Das Diagramm, das hat jetzt gerade ausgesehen, mit oder Vermögensaufbau, wo du gerade eben gewesen bist. Das hat so ein bisschen ausgesehen wie so eine Bilanz, ne? Barvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital. Also du kannst auch deine Schulden erfassen, wenn da von Fremdkapital die Rede ist, Naja, oder? Fremdkapital ist hier als Anleihen gedacht, ne? Also Eigenkapital, Aktien, Ach so, Fremdkapital, okay. Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, so habe ich das hier verteilt.
Das sind im Prinzip aber Klassifizierungen, die man selber vergeben kann. Also ich hätte hier angelegt die Anlagekategorien, Barvermögen und dann Wertpapiere und Konten Ah, zugeordnet. prima, okay. Und man kann sich beliebige andere Kategorien aus überlegen. Zum Beispiel für die Asset Allocation in diesem Beispiel ist es auch mal sortiert nach einem risikobehafteten Portfolioanteil und nach einem risikofreien Portfolioanteil. Ist eine Frage, wie man das gruppiert, wie man das auswerten möchte. Und die Risikoklassifizierung, die nimmt wer vor? Du selbst oder? Also die Klassifizierungsdaten, die kann man als Verwender selbstständig vergeben. Es gibt im Moment keine Online-Quellen dafür, ne? Sondern man macht das, indem man in dem Wertpapier, in den Eigenschaften das editiert oder indem man hier dieses Wertpapier, ich kann hier eine neue Kategorie anlegen und die nenne ich Test und füge das hinzu. Und es ist natürlich je nachdem Pflegeaufwand. Es geht vor allen Dingen, glaube ich, einfach darum, das erstmal zu kategorisieren. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe und nochmal auf die Anlagekategorien gehe, dann hätte ich auch das nach Test und die Summen für Test als Kategorie. Ich nochmal kurz an die Zuschauer. Ich habe versprochen, viele dumme Fragen zu stellen. Ich glaube, ich bin da ganz, ganz gut drin. Aber ich will auch nicht gleich zu arg ins Detail reingehen. Ja, also vielleicht machst du einfach mal weiter so mit der Ja, Übersicht, mit genau. dem Big Picture. Ja, also die erste Sache ist Vermögensaufstellung. Das ist ja im Prinzip ein Zustand, ne? Man guckt heute, wie viel ist es? Man kann das natürlich auch ein anderes Datum angucken, aber das kann sein, dass ich mir das als Kuchendiagramm angucke. Wie viel ist es heute? Wie groß sind die einzelnen Anteile? Oder dass ich mir das auch als Diagramm angucke, über einen Verlauf zu sagen, ich muss mal gerade dieses Bild hier wegmachen, über den Verlauf zu sagen, okay, wie viel war die Gesamtsumme, Einlagen, die ich vielleicht in den Zeiten gemacht habe, das investierte Kapital, das sind Bestandsdaten. Und dann, was ja auch interessant ist, ist zu sagen, wie sieht es denn aus mit der Performance? Na, Und klar. vielleicht fange ich einfach an mit der einfachsten Performance-Rechnung, finde ich immer, nämlich zu sagen, was hatte ich eigentlich am Anfang, also hier zum Beispiel vor 5 Jahren, am Ende 2014, und was habe ich heute und genau die Rechnung, wie ist dazu gekommen? Ne? Es gibt eine Reihe von Kurserfolgen, die ich gemacht habe. Ich habe Erträge, Zinsen, Dividenden, ich habe abzüglich der Gebühren, abzüglich der Steuern. Es kann Währungsgewinne geben. Das ist immer dann, wenn ich ein Fremdwährungskonto habe. Dann kann sich ja dadurch das geändert haben. Oder ich könnte performance-neutrale Bewegungen haben, weil ich was eingezahlt habe oder weil ich Geld entnommen habe. Und das ist einfach mal zu gucken, also für mich immer wieder interessant, wo kommt eigentlich, also was generiert denn die Differenz? Ja, richtig, okay. Und hier oben kann ich das für fast beliebige Zeiträume machen. Ich mache jetzt mal ein bisschen längeren Zeitraum, um dann zu zeigen, naja, dann tauchen hier auch performance-neutrale Bewegungen ein, weil ich irgendwann mal 2000 Euro quasi eingezahlt habe. Ist ein Demokonto von dir, ne? Genau, ist eine Datei, die ist dabei, da kann man ein bisschen mit rumspielen und das kann man dann relativ, also das generiert er natürlich auf den Daten, die man für sein eigenes Depot erfasst hat. Okay, schön. Genau, und dann ist die zweite Sache zu sagen, ich möchte eine Performance auf eine Grafik legen. Ich nehme jetzt mal nur irgendwie 2 Jahre. Also zum Beispiel hier habe ich gesagt, ich nehme das Gesamtportfolio, also die schwarze und das Eigenkapital, also eine Kategorie. Und man kann beliebige Kategorien Also hier drauf Aktien, ne? zuführen. Eigenkapital heißt Aktien jetzt. Genau, das war meine Datenreihe, die ich so gemacht habe, aber ich könnte ja auch hier zum Beispiel sagen, ich hatte doch in der Asset Allocation irgendwo den risikobehafteten Portfolioanteil und ich füge den jetzt einfach mal hinzu. Sollen wir nochmal eine andere Farbe sehen, nämlich Orange, damit wir das besser sehen. Und dann habe ich den auch noch und kann das vergleichen. Und da ist ja auch schon wieder die Frage, das berechnet, also was ist eigentlich Performance? Ja, und das ist ja ganz einfach, wenn man sagen kann, am Anfang hatte ich 1000 Euro, am Ende des Zeitraums hatte ich 2000 Euro, ne, dann habe ich 100% Performance, super easy.
Das ist dann wird schwieriger, wenn ich zwischendurch Geld eingezahlt habe oder Geld entnommen habe. Und hier berechne ich die Performance nach dem True Time Weighted Rate of Return. Das heißt, im Prinzip wird die Performance für jeden Tag gerechnet und die Einzahlungen oder Entnahmen aus diesem Portfolio, die werden aus der Performance rausgerechnet. Und dann, das ist im Prinzip dieselbe Methodik, die auch so ein Aktienfonds nehmen würde, um sich zu berechnen. Der Aktienfondsmanager sagt ja auch, wenn die Kunden jetzt ganz viel kaufen oder verkaufen, das sagt nichts über meine Performance aus, ne? Sondern über die Performance des Aktienmanagers sagt es mir was aus, wie gut habe ich gehandelt. Ne? Und so ähnlich, denke ich immer, kann man sein Gesamtportfolio auch betrachten. Also, ich wiederhole es nochmal kurz, damit ich es richtig verstanden habe. Dieser True Weighted Average, wie es genau heißt. Also, taggenau berechnest du die Performance. Und sagen wir, du misst einen Zeitraum von nur 30 Tagen oder so. Dann hast du 30 einzelne Performance-Werte und dann nimmst du gerade einen Mittelwert und das ist dann das Endergebnis. Ja gut, hier in der Grafik ist natürlich nicht der Mittelwert, sondern ich habe es einfach für jeden Tag, wird ja hier abgezeichnet. Und wenn man nur eine Wenn man einen Zahl am Periode, Ende ein haben Jahr möchte. angucken will, dann guckt man halt den letzten Rest an. Ne? Also man nimmt einfach dann den letzten Wert, wo ist es gelandet. Perfekt. Gut. Und also deswegen finde ich auch, kann man auf dieser Grafik hier sich auch vergleichen mit einem Benchmark oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich in der Datei jetzt den MSCI World drin habe, genau, habe ich hier auch drin. Der ist jetzt nicht gut mit Daten versorgt. Man sieht hier die grüne Linie, ne? Aber das finde ich, ist fair, sich da zu vergleichen. Ich meine, die alte Witz ist ja, wenn man irgendwie 10 Ökonomen fragt, wie man die Performance berechnet, kriegt man 12 Antworten. Also es ist so nicht immer so einfach zu sagen, wie genau interpretiert man das. Aber ich finde den True Time Weighted Rate of Return eben interessant, weil ich betrachte das immer als Gesamtportfolio. Ich habe keine Kontrolle darüber, wann ich Weihnachtsgeld kriege, was dann erstmal rumliegt und was ich investieren kann. Ne? Und das ist eine Auswertung, die man hier hat. Hast du das auch schön brav dokumentiert und so weiter? Für Leute, die nicht dieses Video schauen werden und so ein bisschen rein sich reinknien möchten? Ja, also man sieht, ich bin nicht ganz so der ganz große Schreiberling. Also das Handbuch ist an vielen Stellen noch dünn. Ich freue mich auch immer, wenn Leute da auch was dazu beitragen. Ansonsten ist immer das Forum eine gute Quelle und von da aus sind viele Sachen verlinkt. Und diese Sachen sind natürlich auch im Forum schon in verschiedenen Artikeln oder Beiträgen beschrieben. Ich sage das nur, weil wenn man jetzt auf dieses sogenannte Dashboard geht, da kann man verschiedene andere Sachen sich angucken. Man kann aber auch den internen Zinsfuß sich angucken. Und der ist in manchen Perioden gleich, in manchen Perioden kann er sich schon mal unterscheiden. Bin jetzt nicht ganz sicher, warum der so groß unterschiedlich ist. Ah, genau, also der interne Zinsfuß ist eine annualisierte Kennzahl. Deswegen ist das jetzt ein bisschen unterschiedlich, wenn ich 2 Jahre angucke. Aber der interne Zinsfuß, der berechnet eine Performance, also er versucht ja, einen kontinuierlichen Zins annualisiert reinzulegen unter Betrachtung, wann Geld reingeflossen ist und wann es entnommen worden ist. Und das finde ich dann interessant, wenn ich mir das für einzelne Positionen angucke, weil für einzelne Positionen habe ich mich ja auch entschieden, an einem bestimmten Zeitpunkt zu investieren, vielleicht weil ich bei dir auf der Webseite war und dachte, leuchtet ein oder die Methodik angewendet habe. Und ich habe auch bestimmte Ausstiegszeitpunkte, wo ich es halt vielleicht wieder in Geld umgewandelt habe. Und das ist eine zweite interessante Kennzahl, die ich jetzt nicht nur hier auf dem Dashboard sehen kann. Ich kann die mir auch in den anderen Tabellen einfügen. Ich kann das auch pro Wertpapier hier sehen, diese Kennzahlen, um sowas zu vergleichen. Da habe ich bei mir in der Anwendung für so leicht erklärungsbedürftige Sachen meistens noch so kleine Tooltips, dass du dann da drüber hovern kannst. Weißt du? Ja, da zum Beispiel, ja, genau sowas. Oder auch bei der großen Grafik da, die du gerade gehabt hast, mit den großen Performance-Zahlen. Aber. Ja, manche Sachen sind mit Tooltips versehen.
Aber klar, also ich meine, allein ist es sicherlich nicht immer einfach zu sagen, wie interpretiert man solche Zahlen. Also ich hätte es jetzt nicht aus dem Stegreif erklären können, aus dem Stegreif. Aber dafür bist du ja da. Okay. Und das kann man sich natürlich dann hier für einzelne Wertpapiere angucken. Da gibt es dann noch mehr Sachen. Was war der Marktwert? Wie viel Dividenden sind da angefallen? Man kann diverse andere Performance-Kennzahlen, einfach nur den Kursgewinn und oder Risikokennzahlen anzeigen und unter unterschiedlichsten Aspekten sich das Wertpapier anzugucken. Und genauso versuche ich dann zu sagen, vielleicht gehe ich mal ganz kurz hier in die Liste von den ganzen Trades, aber auch zu sagen, ich gucke mir an, wenn ich was gekauft habe und wieder verkauft habe, und das ist quasi ein Trade, und sich dann für den Trade angucken, was war denn Gewinn und Verlust, wie lange war die Haltedauer, was der interne Zinsfuß. Und dann gibt es natürlich auch noch offene Trades, also offene Positionen, wenn ich das gerade noch im Depot halte, und wie sieht das hier aus. Und man sieht, ich habe schon vor sehr langer Zeit diese Beispieldatei angelegt. Die Haltedauer ist fast überall 3820 Tage. Ja, ordentliches Buy and Hold Portfolio. Wenigstens teilweise. Genau. Und Buy and Hold ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn der Ausgangspunkt für mich war das Rebalancing. Also hier kann ich das mal an einem Beispiel zeigen. Ich habe in dieser Datei eine Asset Allocation gemacht, die sich so ungefähr an das Kommabuch orientiert. Zu sagen, ich habe einen risikobehafteten Portfolioanteil, den ich mit 40% gewichten möchte, und einen risikofreien Anteil mit 60%. Und dann darunter, das würde ich heute vielleicht so nicht machen, aber sehr detailliert, aktienentwickelte Märkte und dann Large Caps und dann USA, und die sollen so einen Anteil haben. Und dann kann man hier hinten sehen, ist vielleicht jetzt im YouTube-Video nicht genau erkennbar, aber man kann sagen, dass der Sollwert, dass der Istwert, hier gibt es einen grafischen Indikator, der zeigt, der weicht mehr als 5% ab. Und hier hinten würde er sagen, um diese Position jetzt wieder auf den Zielzustand zu bringen, müsste man bei dem aktuellen Kurs 117,34 Stücke verkaufen. Okay. Ja, das ist ja schon was Schönes, was wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Fondsmanager, aktiv gemanagten Fonds, gut stehen würde, so eine Software. Ich denke, dass da noch geäxelt wird, beispielsweise. Oder Ja, weiß ich nicht. teilweise. Ah, ich vermute schon. Okay. Ich war letzte Woche bei der Börse Stuttgart, also die haben schon massiv IT da, also das ist schon faszinierend. Börse Stuttgart, ja, die habe ich auch kurz vor kurzem getroffen. Auf der World of Trading, richtig. Bison App, haben sie dir wahrscheinlich auch gesagt. Habe ich auch gesehen, Ja, ja, genau. genau. Okay. Und dann kann man hier aber sich das Ganze auch angucken und sagen, wie ist die Verteilung, ne? Also der risikobehaftete Anteil ist hier ja aktuell 51%, oder dann zu gucken, wie verteilen sich meine Positionen da, etwas einfacher vielleicht hier zu sehen, oder unterschiedliche Grafiken ist jetzt nicht ganz so interessant, aber ich finde es immer schön hier zu sehen, wenn man Rebalancing macht, wie sich das wieder einruckelt. Das heißt also, für jemanden, der das in regelmäßigen Abständen macht, ich mache es einmal im Jahr, ist das für mich eins der wichtigen Tools, um tatsächlich dann meine Orders aufzugeben. Ja, gibt es eine Verknüpfung, weil du jetzt gesagt hast, Orders aufgeben zwischen Online-Broker und Portfolio-Performance? Nee, nicht wirklich. Ich hatte ursprünglich mal, es gibt so aktive Links. Das heißt, man konnte dann auf die Order-Eingabe mit dem richtigen Wertpapier bei der Deutschen Bank Max Blue springen. Aber das war nicht stabil und nicht pflegbar. Ich weiß nicht, wie viele Leute das verwendet haben. Okay.
Nee, also ich handle jetzt nicht so viel, deswegen war das immer einfach abzutippen. Und auch zu Okay. entscheiden, natürlich. Ich meine, das sollte man sowieso dazu sagen. Das ist ja, also bei mir im Programm ist ja sowieso keine Empfehlung, keine Aussage über die Zukunft, ne? Aber natürlich muss man sich immer noch mal angucken, macht es Sinn von den Daten? Die historischen Kurse, die ich verwende, um jetzt so eine Position zu bewerten oder auch die historische Performance zu berechnen, die kann man aus verschiedenen Quellen automatisiert ziehen. Also eine beliebte Quelle ist Yahoo. Aber da ist die Datenqualität auch nicht immer 100% genau. Also Gehirn ausschalten gilt auch, also gilt ja, darf man bei gar keinen Finanzsachen machen. Gut. Möchtest du weiter zeigen, was es alles für tolle Features gibt? Ich gehe vielleicht nochmal zu den Dividenden, weil das auch immer gerne eine Sache ist. Also es gibt hier eine Auswertung, wo ich nach Dividenden, Zinsen, Erträge, Steuern oder Gebühren angucken kann. Natürlich ist es interessant zu sehen, wie sich das über das Jahr hin also entwickelt und auch im Vergleich zu den anderen Jahren. Das kann man aber auch nach Jahren, Quartalen, Monaten Toll. und als diverse Tabellen auswerten, um zu gucken, gerade für die Leute, die Dividenden sammeln, wie sich das entwickelt. Kann man es dann auch nach Excel exportieren, die tabellarischen Daten? Die Frage käme bestimmt auch gleich. Ja, also in vielen oder in allermeisten Ansichten ist hier oben so ein Export-Button und dann ist das eine CSV-Datei, also eine kommaseparierte Datei, die man dann in Excel, Numbers und ähnliche Programme importieren kann. In Ordnung, schön. Das ist sowieso für mich immer wichtig gewesen, wenn man viel Aufwand betreibt, die Daten da zu erfassen, also reinzustecken. Dann macht man das auch nur, wenn man weiß, dass man sie auch wieder rausbekommt. Und die Auswertung kann man natürlich hier exportieren, aber man kann auch alle Stammdaten exportieren. Und das Dateiformat ist, wenn man es unverschlüsselt und unkomprimiert ablegt, auch eine XML-Datei. Also es ist, kann man im Texteditor dann aufmachen. Ist natürlich nicht für uns direkt so verwendbar, aber eine Maschine kann sowas wieder verwenden. Standardisiertes Format, ein offenes. Okay. Wenn wir bei den Features durch wären, also das war jetzt schon ziemlich eindrucksvoll für mich, dann, was auch interessant wäre, wäre wahrscheinlich der Verwaltungsaufwand. Also wenn man dann anfängt mit Portfolio Performance, was muss man da so laufend machen? Was muss man am Anfang machen erstmal, bis das Ganze so steht? Da gibt es ja die Stammdatenpflege, aber haben wir auch gesehen, dass es schon so eine Art Gruppierung, Segmentierung gibt, was du da so festlegen musst. Und dann, was ist die laufende Pflege? Genau, also ich lege doch einfach mal eine neue Datei an. Das geht natürlich recht einfach. Also ich nehme das mein Depot und mein Konto, Referenzkonto muss ich anlegen, weil ich Dividenden habe und dann habe ich eine leere Datei. Und der erste Punkt ist, ich muss quasi in der Bibliothek Wertpapiere hinterlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich suche mal nach einem Wertpapier. Zum Beispiel der SAP. Mal gucken, sind viele Anleihen hier. Also das scheint mir die normale SAP-Aktie zu sein. Damit habe ich die angelegt und ich würde hier auch noch die historischen Kurse von Yahoo lesen wollen. Das geht bei großen DAX-Aktien und Sachen ist das, kriegt man über Yahoo viele von den Daten. So, und dann könnte ich jetzt sagen, ich erfasse manuell einfach mal einen Kauf. Also ich sag mal so, am 1. Dezember habe ich vielleicht 10 Stück von den Wertpapieren hier gekauft. Und ich sollte vielleicht mal auf mein Konto, weil das jetzt in Minus ist, einfach mal zum 1.11. ein bisschen Spielgeld reintun. Und wenn ich das habe, dann habe ich natürlich auch schon die ersten Auswertungen oder kann Diagramme mir angucken und so weiter. Die Buchung kann man aber auch, und das finde ich interessant, und das haben viele Leute beigetragen, aus PDF-Dokumenten importieren. Also die PDF-Dokumente, die die Banken zur Verfügung stellen. Und ich kann einfach mal ein
Beispiel-Dokument nehmen. Mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Genau, die ist ein Beispiel. Also ich nehme hier einfach mal eine Dividendengutschrift, passt nicht so genau, aber das ist ein Originaldokument, was ich von der Bank bekommen habe. Kannst du auch sagen, welche Bank? Das war jetzt Max Blue, Deutsche Bank. Da war eine Dividendenzahlung für dieses Wertpapier. Und wenn ich das importiere, hat er auch das Wertpapier angelegt und hier zu dieser Toll. Bank auch die Dividende. Und die werden unterschiedlich unterstützt, aber ich kann mal kurz gucken. Wenn ich da reingucke, habe ich Baader Bank, SLM, Comdirect, Commerzbank, Consorsbank, DAB, DEGIRO, OnVista, ING, S-Broker, UniCredit, Hello Bank, VIAG, Trade Republic, Post Finance, Swissquote und so weiter und so fort. Das heißt, es lohnt sich einfach mal auszuprobieren, ob diese Dokumente nicht einfach schon eingelesen werden können und Daten rausgezogen werden können. Und empfiehlst du dann nochmal die manuelle Sichtkontrolle danach? Oder wenn es klappt, dann ist es so gut wie sicher, dass es auch richtig ist. Ja, also das muss man natürlich gucken, aber für mich wäre ja der erste Test ist der Bestand, der dann nachher errechnet worden ist, genau dasselbe, was die Bank heute sagt. Wenn Ja, sehr nicht, schlau, dann ja. wären ja irgendwelche Differenzen dabei. Ja, richtig. Und wenn die Bank jetzt irgendwas anpasst, die Consorsbank oder so, in dem PDF, musst du dann tätig werden oder kann dein Exporter Genau, das? der muss ich tätig werden oder viele, oder es gibt einige Leute, die dazu beitragen und auch ihre Banken immer wieder pflegen. Also das ist echt schön zu sehen, Toll, dass ich ja. da das nicht so viel. Und ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie stabil das ist, aber tatsächlich ändern die Banken das nicht so häufig. Ja, die sind nicht so agil wie wir Kleinen. Also es ist eine lebende Community und die tragen auch was wirklich dazu bei, also in Form von Source Code sogar. Das war mir nicht bewusst. Genau, also das ist auch eine Sache. Also ich muss sagen, dieser Community-Teil, der macht sowieso Spaß. Also ich finde es super, wie viele Leute im Forum helfen. Und das soll man auch nicht unterschätzen, weil wenn ich die Frage nicht im Forum beantworten muss, dann habe ich mehr Zeit, irgendwas zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch, wenn ich hier, ich guck mal gerade, das war schon lustig zu sehen. Ach, ich bin jetzt im falschen Ach, Projekt. stand ja da Open Source Community. Aber wenn ich jetzt hier mein Projekt reingucke, dann waren im Moment also 54, schon 54 Leute was dazu beigetragen und es ist wirklich schön zu sehen und dass da immer wieder neue dazukommen und auch also länger dabei bleiben über Jahre was dazu beitragen. Und nur so ist das dann ja auf diese Größe gewachsen. Also es Ja. ist schwer zu sagen, wie viel, ich keine Ahnung, wie viel Zeilen Source Code das jetzt sind, 80.000 oder so weiter. Also es ist viel Stück für Stück aufeinander gebaut. Und ich weiß, also in der allerersten Version, da musste man sogar immer den Kauf auf den beiden Kontos manuell pflegen. Und wenn man es an der einen Stelle änderte, muss man es an der anderen Stelle auch ändern. Also wenn ich mir die Anfänge überlege, das ist schon Wahnsinn, was daraus entstanden ist. Und auf die Ideen wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, richtig. Das kann man sich nie vorstellen, wohin so ein Projekt laufen kann, ne? Ist schon schön. Aber das kennst du wahrscheinlich auch. Also ich meine, Ja. als du angefangen hast, hast du nicht sagen können, was wird das genau? Das war ja bei mir auch ein Privatprojekt. Erstmal nur für mich. Also ging es bei Ja. mir nicht um die Buchverwaltung, sondern um die Aktiensuche. Ja, richtig. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt hast du ja im Prinzip schon ein kleines Depot angelegt mit Cash und einem Kauf. Und es ging jedoch recht zügig. Hast du auch schon Dividenden importiert? Genau, wobei man halt sagen muss, also Aufwand ist es, die historischen Kursdaten zu den Nicht-Standardwertpapieren zu finden. Das ist häufig nicht so einfach. Und es gibt hier, wenn ich da mal kurz drauf gehe, verschiedene Möglichkeiten, sowas zu importieren, von Yahoo Finance, aber auch eine Tabelle auf einer Webseite zu nehmen, und ein paar andere Quellen. Also das ist das, was Aufwand kostet. Und natürlich, je genauer man die historischen Buchungen,
hinterlegen will, desto besser kann ich dann eine Performance berechnen, aber desto aufwendiger ist es. Also es ist sicherlich, dass es das der Zeitinvest, der dann am Anfang ansteht. Also wenn du Pech hast, dann hast du ein Wertpapier, für das es im blödsten Fall, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, einfach keine automatisierten Daten ziehen kannst. Und dann müsstest du mal wenigstens für alle paar Tage einen echten Kurs eingeben, damit das so halbwegs stimmt. Genau, also ich weiß, ganz am Anfang habe ich das einfach immer monatlich gemacht. Also es ist ja immer eine Frage, mit welcher Perspektive man die Auswertung haben will. Aber das ist wirklich der letzte Fallback, wenn man die nicht importieren kann, nicht mit CSV kriegt und so weiter, dass man dann ein paar Kurse manuell erfassen muss. Und die Wechselkurse, die holst du dann von der EZB oder irgendwo, somit du Genau, es die dann Wechsel. umrechnen kannst in Genau, eine die Wechsel. Währung. Richtig. Die Wechselkurse kommen von der Europäischen Zentralbank. Das sind dann immer diese Schlusskurse und die nutzt Portfolio Performance, um dann umzurechnen, wenn man das Konto in anderen Währungen hinterlegt. Man kann auch eigene Wechselkurse hinterlegen. Das ist dann genauso wie die historischen Kurse von einem Wertpapier. Das macht dann Sinn, wenn man noch andere Währungen hat, die EZB, also wofür die EZB keine Referenzwechselkurse hat. Und geht diese Routine-Datenaktualisierung, sage ich mal, automatisch? Also werden du startest Portfolio Performance und dann ist ein neuer Tag und dann holt er sich automatisch neue Wechselkurse, die neuen historischen Kurse, wenn dann so ein Datenprovider vorliegt. Es geht ab von alleine, muss man also nichts Genau, also wenn anstellen. man die Datei öffnet, dann werden die Kurse aktualisiert. Man kann das auch hier Ja. anstoßen, wenn man das nochmal möchte. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ja, hier steht es. Alle 30 Minuten werden die aktuellen Kurse, also es ist ein bisschen unterschieden. Es gibt bei Yahoo Informationen über den letzten Kurs und das aktualisiere ich häufiger als die Tagesschlusskurse, die ich einfach versuche, alle 6 Stunden nochmal neu zu laden. In Ordnung. Okay. Und das kann man aber auch ausschalten, das muss man nicht. Aber der Standardfall wäre, ich öffne meine Datei, die Kurse werden aktualisiert und ich persönlich gucke dann gerne auf eine dieser Dashboard-Ansichten. Ich habe so eine ähnliche Ansicht wie hier gebaut, wo man dann sehen kann, wie war das in den verschiedenen Jahren, 2018, 2019. Und häufig gucke ich persönlich, habe mir dann noch Widgets hingebaut, zu sagen, wie war denn die Performance was war die Veränderung in den letzten 2 Wochen oder so, dass man so ein bisschen Trendinformationen hat. Ja, sehr schön. Also ich denke, da ist wirklich eine Menge Informationsgehalt drin in Portfolio Performance. Ist schon das, was ich mir eigentlich erhofft hatte, was man damit so alles machen kann. Möchtest du noch etwas zeigen, irgendwas, von dem du denkst, dass es wichtig ist, hilfreich für die Zuschauer? Dein PayPal-Konto mit dem Spenden-Button oder keine Ahnung was? Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde immer wieder gefragt nach Spenden und ob man was unterstützen kann. Und es ist natürlich Hobby und ich habe natürlich jetzt auch keine massiven Ausgaben dafür. Und ich möchte eigentlich auch nicht in so eine Situation kommen, wo ich denke, ich muss jetzt bestimmte Features programmieren, weil man dann dafür Geld bekommen hat. Und man muss halt auch wissen, das ist ja dann, ist immer schwer von außen festzustellen. Manche Sachen gehen sehr schnell, ne? Manche dauern auch Stunden, wo man dann halt über mehrere Tage immer dran ist, ja? Und das kann man dann, also das wird einfach dann so ein Druck entstehen, irgendwelche Sachen zu bauen, den ich einfach gar nicht haben will. Ja. Und wenn ich diese Woche keine Zeit habe oder keine Lust habe, dann mache ich nichts. Und wenn ich Lust habe, dann mache ich wieder gerne was. Und das geht halt einfach, wenn da nicht so eine finanzielle Sache mit reinkommt. Vielleicht, wenn ich irgendwie größere Serverausgaben hätte oder habe oder die Zertifikate, mit denen der Code signiert wird, teurer wären oder werden, dann wird man vielleicht mal einen Spendenaufruf machen, aber im Moment mache ich das nicht. Also, liebe Aktienfinderfreunde oder Aktienfreunde, Andreas ist mit Kuchen und Blumenlieferungen an seine Adresse irgendwo in Mannheim zufrieden. Im Impressum findet ihr die, gell?
Okay, ja, perfekt. Dann wären wir jetzt durch, Andreas, soweit? Ja. Okay, gut, dann möchte ich mich bei dir bedanken und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuschauer, soweit jetzt mitbekommen habt, was Portfolio Performance alles kann. Und wenn ihr die Profverwaltungssoftware sucht und denkt, dass Portfolio Performance alles bietet, was ihr euch wünscht, dann einfach installieren. Hier findet ihr es, portfolioperformance.info. Ist komplett kostenlos. Und das ist der Andreas, habt ihr auch schon kennengelernt. Gebt ein Forum und da könnt ihr dann auch eure Fragen loswerden. Handbuch gibt es auch, aber ja, gut, da gibt es ein paar Weisestellen.